Hallo, ich bin Kai Czonnischwili für das Beat Magazin und in diesem Video mache ich ein wenig Eigenwerbung für unser Produkt Drum Devices. Da hat nämlich unser Autor Marco Scherer mehrere Hard- und Software-Drum Machines gesampelt und daraus insgesamt 162 Drumkits gezaubert, die ihr mit der mitgelieferten Software FXpension Geist in der Beat-Edition dann nutzen könnt. Aus diesen ganzen Drumkits in Verbindung mit der Software erwacht letztendlich eine richtige Drum Machine mit gängigen Funktionen, einem Sequencer, Effekten, Sound-Manipulationsmöglichkeiten und vielem mehr. Und in diesem Video gebe ich euch erstmal eine Audiodemo und dann auch so einen kleinen Einstieg in die praktische Arbeit mit Drum Devices. Ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, wie Drum Devices klingt und jetzt will ich euch noch ein bisschen praktisch demonstrieren, wie ich jetzt so damit arbeiten würde. Ich habe mich jetzt hier für ein Drumkit aus der Arturia Drum Brute Expansion entschieden. Klingt noch recht unspektakulär und dieses Bongo-ähnliche Pad 9, dafür will ich eine Sequenz einzeichnen. Ich könnte das mit diesem Stift hier in diesem Sequencer einfach eintragen. Ich bin dabei ein bequemer Mensch, deswegen sage ich rechte Maustaste, Insert und ja, schlag mir doch mal so ein paar Muster vor. Und hier habe ich schon einen Pool und ich nehme jetzt einfach mal den hier. Mal sehen, wie es klingt. Immer noch recht unspektakulär, aber ich musste weniger machen und das finde ich schon mal klasse. Ja, und diese Balken unten, das sind Automationsbalken für jeden Schritt. Und ich habe jetzt hier Automation für die Velocity, für die Anschlagsstärke. Ich kann jetzt aber auch den Pitch-Bereich, also die Tonhöhe von diesem Sound, auch automatisieren. Das könnte ich jetzt mit dem Stift hier einzeichnen. Aber ich bin auch hier wieder ein sehr bequemer Mensch, deswegen sage ich Insert. Und jetzt suche ich mir einfach so ein Automationsmuster aus diesen Vorlagen heraus, wie zum Beispiel Alternate, so ein alternierendes Pattern. Mal sehen, was ich da jetzt herausbekommen habe. Cool, so eine schöne kleine lustige Melodie. Und dieser Klang von Pad 9, der hat mir noch zu viele tiefe Frequenzen. Die würde ich gerne herausschneiden, damit sich das Ganze nicht mit der Bassdrum streitet. Deswegen sage ich einfach Pad Layers. Hier habe ich jetzt so ein paar mehr Möglichkeiten für so einen Pad-Sound. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier mal einen Filter hinzuschalten, mich für die Hochpass-Charakteristik entscheiden und sagen, ich beschneide jetzt einfach mal die tiefen Frequenzen. Jetzt will ich aber noch so einen Raumeffekt, damit es so ein bisschen sphärischer wirkt. Hier gehe ich in den Pad Mixer und hier habe ich für dieses Pad 9 noch ein paar Effekte zur Verfügung. Ich kann mir hier einen raussuchen, zum Beispiel den Delay. Mal sehen, was ich damit so machen kann. Also das war noch längst nicht alles, was man mit dieser Software machen kann. Beispielsweise kann man noch Samples übereinander schichten und sich ultra fette Drumkits bauen. Naja, und da Drum Devices über 2400 Samples bietet, kann man sich natürlich sehr gigantisch große Drumkits bauen. Und das wollte ich euch auch mit dem Video zeigen, dass eben Drum Devices jetzt nicht einfach eine Loop-Schleuder ist mit irgendwelchen tollen Beats, sondern dass man mit dieser Software auch die Möglichkeit hat, sich individuelle, eigene, abgefahrene Drumkits zu bauen. Okay, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst ein Feedback und abonniert unseren Kanal. Es kommen noch weitere Tutorials. Ich mache viel mit Freeware. Es wird natürlich auch Testberichte geben und bestimmt noch andere Sachen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, unseren Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Abend oder was sonst auch so, wann ihr das Video halt angeguckt habt. Tschüss.